Ja, hallöchen, liebe Trommler, Sascha Keisler hier. Hey, liebe Drummer, herzlich willkommen zur nächsten Runde für die Hobby-Drummer. Ja, seid mal froh, dass ihr hier gelandet seid und nicht Klavier spielt. Ja, diesmal geht es schon ein bisschen mehr zur Sache. Ich hoffe, ihr habt die Starter-Clips richtig gut drauf und ihr könnt auf das nächste Level upgraden. Was richtig cool kommt und wirklich sehr oft in Songs gespielt wird, ist ein 16. Rhythmus und der geht so. Dabei spielt es keine Rolle, ob ich den jetzt mit der linken Hand oder mit der rechten Hand spiele. Was aber hingegen wieder richtig cool kommt, wäre, wenn ihr auch die Zählzeiten für diesen Rhythmus mal mitzählen könnt und beachtet. Hey, dann können sich die Musiker untereinander einfach viel besser unterhalten. 1 und D2 und D3 und D4 und D1 und D2 und D3 und D4 und D1. Und so typische Ausreden wie ich kann nicht spielen und zählen gleichzeitig, die gelten nicht, durchziehen. Natürlich verpassen wir diesem coolen Rhythmus jetzt noch die Bassdrum und die Snare und machen einen richtig coolen Groove draus. Hey, Alter, neue Groove für euer Drummerhirn? Immer her damit. Yeah, habt ihr das gehört? Da habt ihr so eine richtig schöne, coole Dreier-Kombi auf dem Hi-Hat gespielt. Geht natürlich auch auf dem Ride-Becken. Und was wäre das Schlagzeugspielen ohne Mitzählen? Damit beeindruckt ihr nicht nur euren Schlagzeuglehrer, ihr könnt auch 8 Millionen Likes auf YouTube bekommen. 1 und D2 und D3 und D4 und D1 und D2 und D3 und D4 und D1. Achtet beim Spielen drauf, dass sich Hi-Hat und jeweils Bassdrum und Snare exakt treffen. Hey, aber hallo! Hey, und diesen coolen Rhythmus verpassen wir jetzt noch eine Ride-Glocke. Yo, und wir werden mal die Ride-Bell einbauen. 1 und D2 und D3 und D4 und D1. Kleiner Tipp am Rande, wenn ihr diese Ride-Glocke oder Ride-Bell spielt, nehmt hier die Schulter des Stocks. 1 und D2 und D3 und D4 und D1 und D2 und D3 und D4 und D1. Oh, Alter, ist das hier Drumflix oder was? Vereinbare jetzt eine kostenlose Probelektion. Okay, ihr geht jetzt zum Üben, ich gehe nach Hause.